Hallo, hallo, hallo. Hier ist wieder Shoki Banoki on the road. Ja, wir sind hier gerade in Kroatien unterwegs und sind natürlich immer bei der Arbeit, ist ja klar. Viva Kroatia. Ja, Viva Kroatia, genau. Und wir haben wieder ein Thema. Was hast du für ein Thema mitgebracht? Ich habe das Thema mitgebracht des Wahnsinns fette Bräute. Ah. Ich habe eine hervorragende Frage für dich und ich bin mir ziemlich sicher, dass du, obwohl sie einfach ist, also die Antwort, verkackst. Ja. Achso, wir haben Thorsten übrigens auch da. By the way, wenn du hier rechts abbiegst, sind wir richtig. Rechts abbiegst? Ja, so wie das Navigationssystem ist. Boah, das war eng. Sorry. Ach, Sapperlot. Einmal mit Profis. Ja. Thorsten, sag mal hallo. Hallo. Das ist super. Gut, und die Frage lautet, was ist ein sogenannter Graufahrer? Das war das, was das der da gemacht hat gerade. Der ist grau gefahren. Der ist nicht schwarz gefahren. War das ein ganzer Satz? Also komplett mit einem drum und dran? Das war das, was der da gemacht hat. Nee, ein Graufahrer ist jemand, der nicht wirklich schwarz fährt. Was? Also Schwarzfahrer ist jemand, der ohne Ticket fährt. Ja. Und ein Graufahrer ist jemand, der... ohne Bus fährt. Ein Graufahrer? Ja, was ist ein Graufahrer? Hat das was mit legal und illegal fahren zu tun? Also da irgendwo dazwischen sozusagen? Also illegal? Illegal. Ich kann die Frage nicht beantworten. Also du fährst ja, wenn du ohne Ticket im Bus fährst, fährst du illegal. Dann bist du Schwarzfahrer. Dann bist du Schwarzfahrer. Ja. Und wenn du... vielleicht heißt es ja auch in der Fachsprache, es ist ein Weißfahrer, wenn er ein Ticket hat. Wer sagt denn, dass es was damit zu tun hat? Mit das frage ich dich ja! So nee, hast du nicht. Hat es was mit Tickets zu tun? Ja. Ja, so. Was das also, schon? Nee. Also ein Graufahrer ist jemand, der zwar berechtigt wäre, ein günstiges Ticket zu bekommen, es aber nicht gemacht hat und im Nachhinein es aber auch noch einlösen könnte, wenn er wollte. Oh Gott, jetzt habe ich wieder Knoten im Gehirn. Was willst du? Also, ein Graufahrer, ich habe es vergessen. Ja. Was habe ich gesagt? Sei froh. Ja. Was immer da jetzt rausgekommen wäre. Thorsten, hast du eine Idee? Nein. 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 Ja. Die Stimme aus dem Off. Nein. Ja. Ein Graufahrer. Es ist, weißt du, der Thorsten kommt mir gerade vor wie bei Hör mal, wer da hämmert, der Nachbar Wilson. Ja, der sagt den gar du nichts. Nie gesehen hast, den hast du immer nur so. So, genau. Nur den Kopf hast du, also die Augen hast du gesehen und den Hut. Ja, stimmt. Das heißt, der Thorsten, das könnte euer Nachbar sein, euer Schullehrer oder der Geliebte eurer Frau oder was weiß ich was. Sag doch mal Hallo. Mannes. Hallo. Hallo. Geht doch. Ja. Also ein Graufahrer, warte mal. Ein Graufahrer ist. Ist es ein Halblegaler? Du meinst einer, der nur eine halbe Aufenthaltsberechtigung hat? Nein, ein halblegaler, also kein richtig illegaler Schwarzfahrer. Definiere, also halblegal, was heißt das halblegal? Halblegal bedeutet, ja, wenn man ihn erwischt, dann kann man ihm nichts. Aber eigentlich... also ein Diplomatenpass oder was? Ja, sowas in der Art. Ein Rentner, der sein Ticket vergessen hat. Ah, ich weiß. Oh Gott. Jemand, der zwar ein Ticket hat, es aber nicht dabei hat. Und dann im Nachhinein vorzeigen muss. Nein. Weil das ist mir auch schon mal als Student passiert. Ich habe mein Studententicket nicht dabei gehabt. Mhm. Und in dem Moment haben die mir gesagt, ja, hier, du bist ja schwarz. Und dann haben sie gesagt, nee, ich bin nicht schwarz. Ich bin hellhäutig. Genau. Und dann muss ich es im Nachhinein zeigen. Und dann war alles okay. Dann war ich Graufahrer. Ristic? Du, ich habe keinen Bock mehr. Ja. Wie? Also, ein Graufahrer ist nicht jemand, der sein Ticket vergessen hat, sondern ein Graufahrer ist jemand, der ein Ticket gekauft hat, aber vergessen hat, es einzulösen und dann kontrolliert wird. Das ist ein Graufahrer. Ein Schwarzfahrer ist jemand, der gar kein Ticket hat. Ein normaler Fahrer ist jemand, der das Ticket hat und es auch gelöst hat. Ein Trottel ist Sascha, der sein Ticket zu Hause vergessen hat. Aber ein Graufahrer ist jemand, der ein Ticket dabei hat, aber es nicht gelöst hat. Das ist ein Graufahrer. Ja, und wie nah war ich eigentlich dran? Und du hast die ganze Zeit gesagt, du erzählst Scheiße, Hab ich gesagt, du erzählst Scheiße. Ja, aber so ähnlich. Ich habe das gedacht, die ganze Alter, Zeit. Mann. Jedes Mal, wenn du den Mund aufmachst, habe ich das gedacht. Das war's wieder, Shoki Banoki on the road. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Cheerio, Miss Sophie.